Hallo, ihr Heldinnen! Es ist ganz großartig, hier zu sein und einen großen Teil von euch wiederzusehen oder erstmals zu sehen. Ich freue mich sehr, dass ihr, liebe Suzette, liebe Eva, diese Konferenz für widerständige Frauen möglich gemacht habt. Toll, ganz großartig. Und dass euer wunderbares Team draußen drinnen euch so großartig dabei unterstützt und für uns eine fantastische und einmalige Gelegenheit zaubert, uns zu treffen, auszutauschen über alle Spaltungen hinweg. Ihr, die ihr hier seid, seid Frauen und auch Männer, die Flagge zeigen und die wirklich große Bemühungen auf sich nehmen und auf sich genommen haben. Kommunikation ohne Hindernisse. Was ich gerade sagte und was wichtig ist, ihr seid Frauen und auch Männer, die ihre Frau und ihren Mann stehen in dem Bemühungen, sich für Frauenrechte und Mädchenschutz einzusetzen und die dafür ganz schön im Sturm stehen, in diesen heutigen verirrten und verwirrten Zeiten. Und ihr seid Multiplikatorinnen, Multiplikatorinnen für die richtige Haltung und den klaren Kompass in diesen verirrten und verwirrten Zeiten. Die meisten von euch oder viele von euch kenne ich. Und wir sind persönlich miteinander verbunden. Und das ist sehr schön. Lange Zeit übrigens. Viele schon sehr lange. Wie immer ist der Einsatz für Frauenrechte und Mädchenschutz wichtig und dringend. Wichtiger und dringender denn je, möchte ich sagen. In einer Zeit, wo all das Selbstverständliche, was wir dachten, was erreicht wurde, wo das wieder in Frage steht, wo das eingerissen wird. Wer hätte sich jemals gedacht zu fragen, dass die Kategorie Frau in Frage steht? Mädchenschutz und Frauenrechte sind in Gefahr. Ich trage hier keine Eulen nach Athen und will euch das im Detail zeigen. Ihr wisst selber, was los ist. Das Selbstbestimmungsgesetz, Pubertätsblocker, Hormone, OPs, die neue weibliche Genitalverstümmelung der westlichen Industrienationen. Das ist der größte Medizinskandal des beginnenden 21. Jahrhunderts. Und irgendwann wird man zurückblicken und sich fragen, wie konnte es geschehen, dass hier so viele Playerinnen und Player versagt haben? Wir haben kürzlich die Olympischen Spiele erlebt. Wir haben gesehen, wie es ist mit Fairness im Frauensport. Dass das den Bach runtergeht, wenn nicht mehr klar ist, wer ein Mädchen ist oder wer eine Frau ist. Das andere große Thema, Prostitution. Ein Verstoß gegen die Menschenwürde und nicht etwa Female Empowerment. So wird es dargestellt. Auch Medien versagen hier. Sie versagen beim Selbstbestimmungsgesetz, bei der Transgender-Frage. Sie versagen bei der Prostitution, sie versagen in Leihmutterschaft, sie versagen in der Pornografie-Debatte. Sie versagen oft auch in der Gewaltdebatte. Gewalt gegen Frauen im Namen der Ehre, der Religion, der Tradition. Der 7. Oktober wird sich jetzt jähren. Wir stellen so oft fest, bei all diesen Themen, die Frauen betreffen, dass wir eine unglaubliche False Balance haben, eine falsche Ausgewogenheit. Dass die Medien, anstatt dass sie informieren, uns erziehen wollen und wichtige Themen einfach unter den Tisch fallen lassen. Und wir sehen unsere großen Frauenorganisationen versagen. Amnesty, UN Women, der Deutsche Frauenrat, der Deutsche Juristinnenbund und Terre des Femmes. Sie alle versagen in diesen Themen.
Amnesty, der Deutsche Frauenrat, UN Women, der Deutsche Juristinnenbund und Terdefam stehen hinter dem Selbstbestimmungsgesetz. Es geht ihnen sogar nicht weit genug. Viele von diesen Organisationen beklagen, dass den Transmenschen Misstrauen und Vorurteile entgegengebracht werden. Und sie stellen sich gegen die Reglementierungen, die im Selbstbestimmungsgesetz vorgesehen sind, zum Beispiel das Hausrecht oder die Vertragsfreiheit. Wie kann das sein? Unvergessen die Aussage der Geschäftsführerin von Terdefam: Transfrauen sind Frauen und werden als Frauen diskriminiert. Unvergessen das Statement der UN Women, die Transfrauen als Frauen anerkennen, ohne Wenn und Aber. Die Organisationen, die sich pro Prostitution stellen, sind Amnesty, der Deutsche Frauenrat, UN Women, der Deutsche Juristinnenbund. Sie machen sich die Argumente des Rotlichtmilieus zu eigen. Sie sprechen von Sexarbeit und von Kunden. Sie sind ein Sprachrohr geworden, der Bordellbetreiber, der Freier und der Zuhälter. Wie kann das geschehen, wo doch so offensichtlich ist, dass die Ausbeutung von Mädchen und Frauen in der Prostitution eine massive Verletzung der Menschenwürde ist und der Gleichstellung der Geschlechter? Das alles, diese False Balance in jeder Hinsicht, macht alle bisher erreichten Frauenrechte und auch die Gleichberechtigung kaputt. Und das macht Frauen kaputt. Und es macht Mädchen kaputt. Es liefert sie nämlich aus, schutzlos. Das alles ist ein Dolchstoß. Und das Schlimme ist, es ist ein Dolchstoß aus den eigenen Reihen. Erlaubt mir bitte noch ein persönliches Wort. Ihr alle kennt den Kampf um Terdefam, mit Safe Terdefam, den wir letztlich nicht gewinnen konnten. Dieser Verrat hat auch uns kaputt gemacht. Und er hat uns gespalten. Das tut mir persönlich sehr leid. Und es trifft mich als Frauenrechtlerin und als Frau, als Menschenrechtsverteidigerin und als Mensch. Dennoch bleibe ich dran und ich bleibe zuversichtlich, denn es gibt unglaubliche Lichtblicke. Zum Beispiel ist Rehm Alsalem, die UN-Sonderbotschafterin gegen Gewalt oder für Gewalt an Mädchen und Frauen. Sie hat den Kompass klar beim Selbstbestimmungsgesetz, in der Transgender-Frage, in der Prostitution, bei Gewalt gegen Frauen. Wir haben einige Medienvertreterinnen und Vertreter, die dennoch auf unserer Seite sind und objektiv berichten. Wir haben Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus der Schwulen- und Lesbenbewegung. Und natürlich haben wir Biologen, Ärzte und Wissenschaftler, die noch Team Realität und Team Biologie sind. Und wir haben die Frauenheldinnen. Wir haben einen tollen Verein, der dort hilft, wo Frauen alleine vielleicht nicht weiterkommen, weil sie Rechtshilfe brauchen und weil Rechtshilfe kostet, weil der Einsatz für seine eigenen Rechte kostet. Danke euch. Das alles, all diese Mitstreiterinnen und Mitstreiter sorgen für Rückenstärkung anstatt eines Dolchstoßes. Und das bewirkt eine Frauenwende. Wir brauchen eine Frauenwende. Und wir sind am Beginn einer Frauenwende. Gut so. Und ich möchte mal sagen, Leute, lasst die Spaltung und den Unmut beiseite, wo es welchen gibt. Und lasst uns diese wunderbare, einmalige, großartige, fantastische Gelegenheit nutzen, die uns die Frauenheldinnen hier und heute bieten, um miteinander uns auszutauschen, ins Gespräch zu kommen, vielleicht Taten zu entwickeln, Visionen, Hoffnung zu tanken, Zuversicht zu haben. Ruth Bader Ginsburg hat mal gesagt,
Lass dich nicht von Emotionen wie Ärger, Neid oder Groll ablenken. Sie rauben nur Energie und verschwenden Zeit. Bleibt mutig und heldinnenstark, denn Mut ist stärker. Danke euch.